Immer wieder tauchen Sektenführer heutzutage auf. Und das ist kein modernes Phänomen, das gab es schon immer. Immer wieder kamen Leute auf mit irgendeiner Ideologie, mit irgendeiner Idee und haben ein paar hundert, ein paar tausend, vielleicht ein paar zehntausend Anhänger gefunden. Und einige sagen, dass es bei Jesus das Gleiche war. Aber wenn es so wäre, wie kann es denn sein, dass ausgerechnet dieser Mann, der in der Bibel als der Sohn Gottes beschrieben wird, eine Bewegung schafft, eine Glaubensbewegung schafft, die so viel mehr Einfluss hat, als jemals irgendwas anderes zuvor hatte? Die Antwort ist einfach. Sie steht in Apostelgeschichte 1, Vers 3. Da hat Jesus sich den Aposteln gezeigt. Und da steht, und er hat denen viele überzeugende Beweise dafür gegeben, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Hier lesen wir den Schlüssel dafür, warum das Christentum so groß geworden ist. Hier lesen wir den Schlüssel darüber, warum das Christentum nicht im Keim erstickt wurde. Das Römische Reich hätte es sich so gewünscht. Die Juden hätten es sich so gewünscht. Einfach Ruhe und Frieden, keine rebellischen, vermeintlichen neuen Christen, die aus dem Judentum ins Christentum überkehren, indem sie Jesus als den Messias anerkennen. Keine Streitereien unter Schriftgelehrten. Einfach nur die Machtverhältnisse, wie sie vor Jesus waren. Aber so war es nicht. Und warum nicht? Wir reden hier nicht über irgendwen, der umhergewandelt ist auf der Erde. Wir reden nicht über irgendeinen Mann, der eine Idee hatte. Wir reden nicht über irgendeinen Mann, der eine Ideologie hatte. Wir reden über einen Mann, der einen Auftrag hatte, eine Berufung. Wir reden über Jesus Christus, der bevollmächtigt war vom allmächtigen Vater. Wir reden hier über den Begründer, über den Ermöglicher für deine und meine Beziehung zu Gott. Und gerade sein Wirken auf der Erde, die 40 Tage nach seiner Auferstehung, nach seiner Auferweckung durch den himmlischen Vater, sind der Grundstein dafür, dass das Christentum, wie es heute besteht, in seiner Größe überhaupt möglich war. Wenn man sich Apostelgeschichte durchliest, dann sieht man, was für ein Leid die Jünger bereit waren, auf sich zu nehmen, was für Wege sie auf sich genommen haben, was für eine Lebensaufgabe sie auf sich genommen haben, was für eine Nachfolge sie auf sich genommen haben. Das haben sie nicht gemacht, weil irgendein Fanatiker ihnen was erzählt hat. Wenn Jesus Christus nicht auferstanden wäre, wenn Jesus Christus nicht wieder zu ihnen gekommen wäre, dann hätten sie es nicht mit dem Eifer verkündet. Dann wäre es nach ein, nach vielleicht zwei oder maximal drei Generationen ausgestorben. Aber so war es nicht. Bis heute ist es noch so, bis heute leben wir es noch so. Bis heute dürfen wir erleben, was es heißt zu sagen, ja, ich darf in die Hände des himmlischen Vaters kommen durch Jesus Christus. Ich darf frei von Sünde leben, weil Jesus Christus für mich gestorben ist. Und weil er auferweckt wurde. Das dürfen wir bis heute sagen. Bis heute ist es relevant. Bis heute können wir davon erzählen. Bis heute dürfen wir es erleben. Das liegt nicht daran, dass wir einen toten Glauben haben. Das liegt daran, dass wir an eine Botschaft glauben, an das Evangelium glauben, das mehr ist als nur Worte, das mehr ist als nur eine Geschichte, das mehr ist als Fantasie. Es ist eine wahr gewordene Prophezeiung. Es ist das lebendige Wort Gottes. Es ist das, was wir tagtäglich lesen dürfen, erleben dürfen und fühlen dürfen. Und ich möchte dir einfach Mut machen, zu deinem Glauben zu stehen, Mut machen, dazu zu stehen, dass Jesus Christus wirklich wahrhaftig von den Toten auferstanden ist. Er wurde auferweckt. Und ich möchte dir Mut machen, dazu zu stehen, genauso wie es in der Bibel steht, dass es der Sohn Gottes ist, dass er durch den Heiligen Geist gezeugt wurde. Und ich möchte dich einfach ermutigen, den Weg zu gehen, den Weg in der Nachfolge zu gehen, so wie die Jünger, die Apostel in der Nachfolge gegangen sind. Ich möchte dir Mut machen, einzusteigen, Mut machen, loszugehen und vor deinen Freunden, deiner Familie, deinen Feinden zu bekennen, ja, Jesus Christus ist Gottes Sohn.
Und ja, Jesus Christus ist der Weg zum Vater. Und ja, Jesus Christus ist mein Messias. Und ja, Jesus Christus ist mein König. Und ja, Jesus Christus ist der, der mich von Schuld befreit hat. Und deshalb möchte ich so leben, wie er es getan hat. Deshalb möchte ich immer mehr in die Nachfolge einsteigen. Immer mehr so leben, wie er es getan hat, so beten, wie er es getan hat, so handeln, wie er es getan hat. Ich kann dir einfach nur Mut machen für das, was vor dir steht. Mut machen, dass du nicht an eine Fantasiefigur, an eine Märchenfigur glaubst, sondern dass du an den wahrhaftigen Sohn Gottes glaubst und was er für dich getan hat, dass er sich bedingungslos für dich aufgeopfert hat, aber auch für deine Freunde, deine Feinde, deine Familie. Und bete dafür, dass sie es irgendwann auch erkennen dürfen. Zum Abschluss ein Segen aus Epheser 6. Allen Geschwistern wünsche ich Frieden von Gott, dem Vater, und von Jesus Christus, dem Herrn. Frieden und Liebe und Glauben. Die Gnade sei mit allen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben. Er schenke euch unvergängliches Leben. Amen.